Willkommen zurück bei Pokémon Weiße Edition und erneut bei der Frage des Parts. Nämlich, wohin fährst du, um auszuspannen? Ans Meer, an den Fluss oder in die Berge? Du bist ehrlich gesagt zugeben, dass ich den Unterschied zwischen Meer und Fluss nicht ganz verstehe. Ich glaube, es ist insofern gemeint, dass das die Frage ist, ob man lieber an den Strand fährt oder es sich auf die Wiese am Wasser legt oder in die Berge geht. Also ich persönlich gehe immer noch am liebsten in die Berge, hatte ich auch, glaube ich, schon mal gesagt. Weil, ja, ich bin einfach kein Wassermensch, weil habe ich früher als Kind sehr geliebt, aber, ja, mit den Jahren wurde es halt irgendwie immer weniger. Und, ja, deswegen bin ich ein Mensch, der eher in die Berge geht. Schreibt mir, wohin geht ihr am liebsten? Was ist euer liebster Urlaubsziel? Ich bin auf eure Reaktionen gespannt und, ja. Auf hoffentlich ein weiteres breites Meinungsbild erneut bei uns. So, weiter geht's hier in Maria City. Glück ist vergänglich. Nichts wird ewig. Es lohnt also nicht, mit Habsucht und Raffgier durchs Leben zu gehen. Heißt nicht, es lohnt sich also nicht. Naja. Wenn ich das nächste Mal in die Kontaktebene gehe, werde ich dafür sorgen, dass ich Transferkraft bekomme und andere damit eine Freude bereiten kann. Okay, also es dreht sich alles um die Kontaktebene. Allerdings, das Gebäude hier sieht ein bisschen crazy aus. Es sieht eher aus als die Kirche. Und da hätte ich solche Freaks jetzt wirklich nicht drin vermutet. Aber vielleicht sollte genau dieser Kontrast erreicht werden. Route 6. Nee, hier möchte ich noch nicht hin. Sondern ich möchte mich hier erst einmal noch fertig umgucken. Aber ich glaube, ich müsste gleich so weit sein. Oh, ein Mitarbeiter. Arena-Leiter Turner, ich bedauere es sehr, aber der Gute ist gerade indisponiert. Wenn du dich also bitte später noch einmal hier einfinden würdest, muss es schon scheiße sein, mit seinem Anzügle und seinem Köfferchen einfach da rumzustehen und irgendwo hin zu können. Das würde mich schon ankotzen, da mitten im Regen. Aber gut, wir müssen jetzt hier nach unten. So viel weiß ich noch. Hier ist der Tiefkühlcontainer. Und schon sind wir angegriffen worden. Halleluja. Aber ja, ich finde, diesen Ort ist einer der besten der Ishu-Region, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, hier kommt die Atmosphäre wirklich gut rüber. Die Musik passt einigermaßen. Das alles liegt im Regen, diese alte Stadt. Und dann geht man hier nach unten, also man ist hier am Meer und es regnet permanent. Also ich finde, die Atmosphäre, die hier rüberkommt, ist wirklich, ja, ausgezeichnet eigentlich. Also ich habe zwar die bisherigen Orte in Ishu größtenteils kritisiert und das da, du Arschloch, du fette, dumme Sau. Was war das für eine Scheiße? Jetzt reicht's mir. So ein Spast. Ja, ist mir jetzt egal, dass ich vergiftet bin. Was ist das für ein Hurensohn, ey? Also, das war so ein Idiot, Mann. Ja, langweil mich nicht mit deinem Scheißgift. Also, da vermisse ich echt die erste Generation. Ja, weil ich spiele blau nebenher. Und da ist es so, dass man, wenn man ein Pokémon tötet, man keinen Schaden von Gift nimmt. Und in einer Zeit, wo man mit diesem Gift-Dornier gelangweilt wird, ohne Ende, wäre es schon nett gewesen, diesen Scheiß auch hier auszuschalten. Ja, langweil mich nicht. So, ja, Gewissheit dürfte die Sache jetzt erledigen. Oh, solche Pokémon regen mich auf, ja, die mit Giften arbeiten oder mit Ausdauer und dieser Scheiße. Ich meine, man sieht sie zwar oft, aber es herrschen halt einfach. Ja, Olaf, finde ich cool. Aber jetzt könnt ihr Bekanntschaft mit dem machen, was ich euch zeigen, oder was ich schon mal gesagt habe. Und zwar nimmt er jetzt keinen Schaden mehr, wenn ich mit ihm herumlaufe. Das ist sehr nützlich, wird es natürlich zum Pokémon-Center gehen. Jetzt ihn zu heilen, wird es sich wahrlich nicht lohnen. Also mit dem Gegengift oder Hyperheil oder was auch immer. Aber ja, ihr seht's, wie gesagt, er nimmt so keinen Schaden, was Neues in diesem Spiel. Diamant, Perl und Platin haben sie bei einem KP das Gift immer besiegt, also in der vierten Generation. In der fünften nehmen sie, wenn man rumläuft, gar keinen Schaden mehr. Das heißt, Gift ist praktisch das gleiche wie Verbrennen. Nur halt, dass Verbrennen noch die Angriffsstärke lindert. Ja. Okay, ich gehe jetzt hier mal runter vom Fahrrad, weil das ist so schwierig mit zu koordinieren. Und diese Nerv... Das sind einfach Nervtaschen, ja. Trainer, die so rumlaufen, dass man sie kaum erwischen kann. Ich meine, es ist ja schön, dass man ihnen ein Eigenleben verpasst, aber ja.
Auf alle Fälle, ja. Und dann liegen ja noch die Container rum, die aus Übers, die wie der Teenager vorher so schön formuliert hat, oh, ein Wattzock, das ist süß. Wie der Trainer vorher so schön formuliert hat, aus Übersee kommen, und das finde ich schon alles wirklich toll gemacht. Okay. Da er diese Fähigkeit hat, weiß ich, dass er keine Statik hat, deswegen ich ihn mit Knirscher angreifen kann. Das ist immer nützlich zu wissen. Bären brauche ich so oder so jetzt nicht. Insofern, ja, passt. Passt alles. Lithomyth. Keine Ahnung, wie man das jetzt ausspricht, aber ich weiß, was es ist. Lohnt sich Fauflon nicht wirklich, weil es neutral gegen ihn wäre. Daher, warum zweimal angreifen? Ja, dies ist auch eine Sache, die extrem langweilt. Extremst. Allerdings finde ich diese Geschichte nach wie vor merkwürdig. Also ich hätte in der Stadt keine Chance, das näher aufzugreifen. Ich möchte es jetzt doch einfach nochmal tun. Überlegt mal, ja, der Typ sagt, durch das Herunterlassen der Brücke wäre Team Plasma entkommen. Wir stehen vor der Brücke, ja, also einfach mal bildlich. Wir stehen vor der Brücke. Die Arenaleiterin steht da, öffnet uns die Brücke, beziehungsweise gibt das Kommando. Wir laufen sofort rüber. Wir kommen an und er sagt, weil er die Brücke vor uns heruntergelassen hat, ist Team Plasma entkommen können. Wartet. Um kleine Lieferungen kümmern sich meine Pokémon. Größere Lieferungen werden per Schiff versandt. Du kannst dir also jeweils die optimale Versandart aussuchen. Ach, das ist doch nett. So, hier kommen wir scheinbar nicht hin. Schade. Aber das ist jetzt das erste Mal auch, dass ich wirklich sagen muss, die Grafik hat wirklich gute Aspekte geliefert. Also hier hat man sich bei der Grafik viel Mühe gegeben. Das ist eigentlich wirklich der Ort, wo mir die Grafik am meisten von allen gefällt. What the fuck? Ein Helm ist ein unabdingbares Item, um dich sich vor Stößen zu schützen. Kann sicher nicht schaden, wenn du deinen Pokémon auch damit ausrüstest. Okay. Das kenne ich gar nicht. Ein Beutelhelm ist ein echt interessantes Item. Mit einem Beutelhelm ausgestattet des Pokémon von einer physischen Attacke getroffen, erhält der Angreifer ebenfalls Schaden. Mhm, das ist tatsächlich nicht schlecht. Das könnte ich einem Pokémon geben, das einen schwachen physischen Angriff hat, wo man leicht verführt wird, ihn zu anzugreifen. Zum Tiefkühlcontainer gelangt man durch die Lücken zwischen dem Zaun und diesem Container hier. Also sprich dem hier. Okay, es war Müll und es ist ein AP Plus. Das ist genial. Soll ich meinen Pokémon dann bei Zeit auch beibringen, aber erst weil ich mein komplettes Team Pokémon habe und genau überblicken kann, wer wie viele Attacken hat. Und es ist ein McFlurry. Gelatini, das ist. Kommt vom italienischen Gelati. Macht, aber als einer der wenigen Namen, finde ich, hört es sich noch ganz gut an, weil es ist, die Silbenfolge ist einfach gut. Gelatini. Ganz einfach. Ohne irgendwelche Doppelkonsonanten, was weiß ich. Schön, strukturiert. Ja. Aber ja, das muss ich jetzt nochmal anfangen. Wie gesagt, wir laufen über die Brücke, dort wartet er und sagt, Team Plasma ist entkommen. Was zum Teufel? Wie? Ja? Wir standen direkt vor der Brücke, als sie runtergelassen wurde. Das heißt, wären sie vor uns gewesen, hätten wir sie sehen müssen. Wir haben sie aber nicht gesehen. Keiner hat reagiert. Und außerdem, in dieser Zeit hätten sie in Lichtgeschwindigkeit über diese Brücke rasen müssen. Turner hätte sie sehen müssen, sich darüber aufregen müssen, sie versuchen müssen aufzuhalten und dann mit ansehen müssen, wie sie weiterrennen. Um dann sauer auf uns zu sein, dass wir gemächlich rüberdackeln. Wir sind aber gleich rübergerannt. Das heißt, das Ganze macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ich weiß, es ist Nintendo-Logik. Aber, nee, es macht. Nee, wirklich, es macht keinen Sinn, wenn man eine Minute darüber nachdenkt. So, kurzer Zwischeneinschub. Einen Tauchball haben wir wieder. Diese gab es in Generation 3. Und was Tauchbälle machen, ist, dass die Pokémon unter Wasser fangen, wenn man taucht. Da kann man sie leichter fangen. Ich glaube, da hat man eine zweimalige Chance, eine doppelt so hohe Chance. Ähnlich wie. Oder ist es sogar eine viermal so hohe Chance? Ich glaube, es ist sogar eine viermal so hohe Chance. Falls ihr es wisst, dann schreibt es mir. Würde mich interessieren. Ich glaube, es ist viermal so hoch unter Wasser. Aber ja, auf alle Fälle war die Chance so extrem höher. Blöd war der Sache dann halt, dass in Generation 4 es keine, also da wurden ja alle Bälle übernommen, aber es gab keinem, also man konnte nicht tauchen, es gab die vor allem Taucher nicht mehr. Stattdessen gab es Auflockern, um Nebel zu entfernen. Und dementsprechend, ja, waren die Tauchbälle dann auch komplett nutzlos. Man hat sie so gelassen, wie sie sind, weil man ja
auch Itemtausch aus Generation 3 erlauben wollte, was ich super finde. Und das kotzt mich nach wie vor an, dass man von Generation 4 nicht auf Generation 5 tauschen kann, Items tauschen kann. Das finde ich ehrlich gesagt das Letzte. Aber gut, dazu kommen wir ein anderen Mal. Auf alle Fälle, ja, war das halt, die Idee, um das so zu lassen, dass man den Taucherball einfach so lässt, wie er ist. Nämlich, ja, dass man mit dem Pokémon unter Wasser tauscht. Das hat zwar keinen Sinn gemacht, man konnte sie deswegen auch nicht im Laden kaufen, sondern nur bei diesem, da gab es einen Zeitungsreporter, und wenn man ihm jeden Tag ein Pokémon gezeigt hat, das er wollte, ich hatte alle 493 einzeln, da konnte ich ihm tatsächlich jeden Tag das zeigen, was er wollte. Er hat es zunächst nur im normalen Pokédex gemacht, also nur in dem Sinnoh-Pokédex, und danach hat er es auf den Einhalt-Dex erweitert. Und wenn man ihm dies gezeigt hat, hat er einem immer drei spezielle Pokébälle gegeben. Und da waren eben Tauchbälle auch dabei. Ich glaube, ich habe so um die 20 Tauchbälle zusammengekommen. Habe sie natürlich nie benutzt, weil es nichts bringt. Ich habe da aber sowieso die meisten Pokémon mit normalen Pokébällen gefangen, weil ich hier krank im Kopf war. Für CP benutze ich natürlich die genialen Finsterbälle. Aber ja, und dann hat man sie halt einfach beibelassen. Es war eigentlich eine Rarität, die in diesem Spiel zu besitzen. Und so gefunden hat man sie nicht, weil es halt keinen Sinn macht. Das war das Einzige, was ein bisschen böse in Generation 4 war, dass praktisch die Tauchbälle komplett nutzlos wurden. Es hätte auch keinen Sinn gehabt zu sagen, dass man damit einfach Wasserpokémon allgemein besser fangen kann, weil es gab ja den Netzball schon. Aber auch wenn ich das wirklich nicht verstehe, weil ich meine, für Feuer-Pokémon gibt es jetzt nichts, was sie besser fangen lassen würde, sondern warum nur für Wasser und Käfer? Das ist für mich ein bisschen unfair. Ja. Und dann... Oh, hi. Caleb, meinst du wirklich, dass die Typen von Team Plasma da drin sind? Kälte ist ja echt nicht mein Ding, aber es hilft wohl nichts. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Nervig, nervig. Ja. Also Caleb, dann sehen wir uns besser mal schleunigst da drin um. Auf jeden Fall, ja, kann man hier jetzt halt wieder Tauchbälle kriegen, weil es gibt wieder Stellen, an denen man tauchen kann und Pokémon, die man unter Wasser fangen kann. Da wurde das immerhin recht gut repariert. Wenn wir diese Spezial-Pokébälle auch wieder einen Nutzen gekriegt haben. Das war eigentlich einer der wenigen Sachen in-game, wo ich wirklich sagen muss, das wurde im Vergleich zum Vorgänger gefixt, das wurde verbessert. Ansonsten hat man hier eigentlich nur sehr viel Wert auf die Online-Kämpfe gelegt. Und wenn man halt kein Online-Freak ist wie ich, dann fallen einem halt schon die Probleme bei diesem Spiel auf. Aber es ist nicht nur dieses Spiel, es ist allgemein immer online, online, online. Alles, was online haben, online hier, online da. Ich meine, ich bin zwar auch dafür, dass zum Beispiel Nintendo mal mehr Online-Dienste anbietet, aber es nervt einfach, dass nur noch Spiele rauskommen, die den einzigen Sinn haben, online, 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 online. Also wenn ich ein Spiel spielen möchte, dann möchte ich das für mich spielen. Dann möchte ich mich hinhocken, dieses Spiel spielen, gegen den Computer, verschiedene Schwierigkeitsstufen erschaffen, mich freuen. Und ich habe keine Lust, gegen lauter Freaks in der Welt zu kämpfen, um irgendwie der Beste von ihnen zu werden oder so. Ich meine, das werde ich eh nie. Ich bin einfach ein unterdurchschnittlicher Spieler. Was soll man machen? Aber stark genug, um die Spiele zu besiegen, möchte ich dann doch sein. Und da finde ich es einfach unfair. Ich habe auch gar kein Interesse daran, gegen andere Spieler anzutreten. Ganz ehrlich. Ich habe auch gar nicht die intensive Zeit, mich so mit Spielen zu beschäftigen. Deswegen, ich mache das Spiel für Ingame. Und ja, ich finde, ich hoffe, dass das nicht verloren geht. Turner hat euch dazu verdonnert, nach dem Plasma zu suchen, weil er Vertrauen in eure Fähigkeiten hat. Naja, ja gut, machen wir die Tür auf. Ja. Ihr seht schon, das ist eine absolut geniale Grafik. Also wie gesagt, dieser Abschnitt im Spiel überzeugt mich echt grafisch am meisten. Die Musik hier ist ganz schön, so ein bisschen komisch, aber sie passt einigermaßen. Und grafisch sieht dieser Eisblock hier wirklich super schön aus. Also das ist, wie gesagt, der Ort im Spiel, der mir so ziemlich am meisten gefällt. Wie dem auch sei. Mich beschäftigt irgendwie immer noch, was der Champ gesagt hat. Oh Junge, jetzt chill mal, ey. Jetzt haben wir echt etwas anderes zu tun. Gibt es für Trainer etwas Wichtigeres, als stark zu sein? Ach, ich kann darüber nachdenken, so viel ich will. Ich verstehe es einfach nicht, Fuzzifix. Das kotzt mich an. Aber wir sollten uns gleich mal da drin umsehen. Ja, dann guck doch mal. Naja. Hier sind komische was. Oh nee, das ist kein Trainer. Du kannst dir gerne ein bisschen herumtrollen, aber sei bitte vorsichtig. Der Boden ist an manchen Stellen gefroren. Er ist also ziemlich glatt.
Das Einzige, was ich hier drin nicht verstehe, ist, warum entwirft man, ja, Orte, wo man praktisch rumschlittern muss, ehe man zu dem kommt, was man gelagert hat, nämlich zu den Containern. So, aber ich denke, es reicht nicht mehr, dass wir das Ding in diesem Part erkunden. Deswegen machen wir das im nächsten Part von Pokémon Weiß. Ich freue mich auf euch alle und wir sehen uns dann.